Talon. Kann ich nicht. So, die haben ihr Land auch bestätigt. Jo. Boah. Ja, ich Warte glaube, mal, das wo ist ist noch dann der so Tournament Code? alles. Genau, der ist noch nicht da. Ja, der kommt wahrscheinlich um 8. Ja, Ja, wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich. Ja. Also wie ich schon in WhatsApp geschrieben habe, ich habe einen Kumpel, der guckt so. Der Boah. kann theoretisch Feedback geben, wenn ihr wollt. Nero. Ja. Kannst du noch schnell streamen? Wir müssen noch das Tower-Defense-Video weiterschauen. Und da Okay. muss aber nicht. Nur wenn ihr halt wollt, ne? Ich Kann meine, schon wieder dein VOD sowieso gäbe. wir haben auch Marvin, der hier noch ist, also. Der wird auch Was? wahrscheinlich. Ja, du redest auch bei Premier League Games gerne mal und versuchst Tipps zu geben. Nero mutet dich aber immer, aber ich nicht. Ja, sorry. Also ja, also mich Wobei ich deckt's ab. zugehört, was ihr da Also ich gemacht war habt. Ich habe jetzt eher nach tatsächlich Stats Marvin geguckt. Ugly Mute. Ja, wir haben gerade über die Premier League Dinge geredet, von den Gegnern. Aber weißt du, Nero, das Game hier ist zum Beispiel gratis. Man guckt ihr euch da an. Ja, aber. Es ist ein Tower Defense Game, wo aber deine Dinger, die du placest, auch gegen dich turnen können. Was? Ja. Klingt interessant. Das ist auch super interessant. Das sieht auch ganz lustig Oh. aus, Ach tatsächlich. so, Du baust Kaufanfrage. basically die Map selber. Ich habe eine Und die, Frage. jedes Teil hat so halt seine eigenen Fähigkeiten und wenn es turnt, hat es auch so seine eigenen Gegner, die spawnt. Oh, interessant. Und zum Beispiel, wenn dein Tower turnt, kann der halt nicht mehr schießen und da spawnen einfach nur Gegner. Das sieht irgendwie lustig aus. Und dann kannst du halt noch Geld kriegen und dann kannst du die anderen Felder da kaufen und musst nicht die nehmen, die gratis sind. Starte ich mal ein, ne? Aha. Ja, Leon, Stand du kannst schon. mal gleich auf die Blue Side rüberhüpfen. Ah, bei mir dauert es wieder einen Moment, bis ich Und reinkomme. du siehst halt hier diese Felder, die diese rote Umrandung haben, die turnen halt in der Runde. Und ja, so, ich gehe dann mal darüber. Ich muss den Stream jetzt beenden. Ja, kannst du ja machen. Ich guck mir das noch so lange an, bis die Runde anfängt. Sascha hat mein Smiley geklaut. Das ist meiner. Ich hab da ein Patent drauf. So. So, Shiro muss nur kurz raus. Ich muss Einmal, raus. ne, einmal Ja, nur also rüber. Seitewechsel oder so, damit Alex zwischen ein kann. Warum sagen eigentlich nur wir Hi? Nee, oben hat er geschrieben, Abend, by the way. Achso, das war. Achso, Das war das ich. war. Ey, ich habe wieder keinen Chat. Wusstest du, Hast du dass Chat das eine Verbindung disabled? ist? Du hast da keinen grünen Punkt. Habe ich Chat disabled? Kann man das? Chatten? Nein. Jetzt habe ich aber Language Filter wieder ausgemacht. Ah, unsere Gegner sind voll böse, die sagen gar nicht Hallo. Soll ich schon schreiben, ob die bereit sind? Noch nicht, oder? Are you ready? Sind wir denn alle bereit? Sind wir bereit? Wart ihr alle auf dem Pott und ihr alles? Friend Request. Wieso kriege ich Hier einen da, Friend Request? Alex. Ich bin Also von Top bereit. nach Bot, Leon. Ja. Bin auch da, Alex. Jo. Giro. Ja, ich bin immer da. Nero. Ich bin da. Ist Gut, unser Zuschauer da? Marvin, ich mute dich jetzt. Bis denn. Jo. Same, Marvin. Bis Tut mir leid, später. Marvin. Ich mache Ich einfach auch auch. als cooler. Hey Marvin. Hi. Gut. Der Tea Time T hat mich gerade angeschrieben, meinte so, sagt dann, welche Seite ihr mögt. Haben wir doch schon. Aber Alles ich schon hey. lange, egal was der jetzt gerade will. Scheinbar hat der auch keinen Chat. Ja, keine Ahnung, Oder was. so, Immer ich noch alles weiß schon lange nicht. geredet. Ja, dann sag ich mal auch, wie so ein Blueset, oder nicht? Ja, 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 wieso? ja. War das schon Ja. los? Egal. Okay. Okay, also 10 Sekunden. Also, Zeit runterlaufen, bitte das Ganze entspannt Das. nehmen Ich bin ja der und Beste. erstmal Jetzt Akali. red nicht mehr dazwischen quatschen. So. Jetzt muss ich gucken, nach wegen. Akali. Danach wollten wir Akali. Wait. Akali Erstmal die Lulu. Akali. Gut zu wissen. Ich schreibe mir das gerade in Discord auf. Akali, Lulu und. Wir sagen es dir auch nochmal. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, ja, das schon. Und, ja, das habe ich gerade. Ja, Leon. Mein Handy auf. Also, die Lulu als nächstes. Ja, ja. Yumi-Bun, ernsthaft? Ja, ja. Yumi-Bun. Die haben unser letztes Game angeschaut. Ach so. Ich habe auch so, Prime League hast du ja auch ganz schön. Du hast ja generell mit dem Account viel Yumi gespielt oder nicht? Na, mein Rerun für Yumi ist bei 30% Sprechung. Hat sich der Plan jetzt geändert im Vorzeit? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich muss mich kurz aufhypen. Aufhypen? Ja, Mann. bisschen spannende was Musik im Hintergrund. Was wollen wir denn eigentlich Tanktop sein? Oder? Guck mal, ganz entspannt. Tief durchatmen, Leon. Entspann dich einfach. Du kriegst einen Champion. So viel kann ich versprechen. Nice. So, und dann die Vayne. So, da gucke ich mir doch wohl eine Drake. Deren Top-Laner spielt Malphite nur. Alle. Ja, das Deckchen wird Malphite, also die waren Malphite-Picker wahrscheinlich. Da wollen wir Malphite wegnehmen. Jetzt bann die Vayne, bitte. Sicher? Ja, ja, sicher, Leon. Ich bin raus. So, wollen wir jetzt die Nami-Clay-Picke? Ja. Dann machen wir jetzt Nami-First-Pick. Ich schaue Weil wir mit dem, das war gerade der Plan, dass wir Nami-First-Picken. Deren einziger Toplaner ist Riven OTP. Weil deren Riven Coinflip ist. 100%. Ich bestimme, was die Flut bringen wird. Meistens negativ. Da kommt die Lux. Jetzt kommt Lux Caitlyn mit Sicherheit. Ja. Warte. Was wird jetzt Caitlyn? Haben sie ja gerade gespielt. Ja. No. Gib mir eine Sekunde. Echt? Nur kein Stress. Jinx. Ich bin actually am überlegen, ob ich es für spiele hier, aber dann wird Nero tiltet. Was mit Lucian? Oder Samira. Samira. Ja, Samira wäre hier insane, denke ich. Na, dann könnt ihr die ganze Zeit die Lux abusen, ne? Die Frage ist, wollen wir jetzt einen Viktor mit dir picken? Viktor ist immer insane. Ja. Viktor ist ein guter Pick, ja. Ja, deswegen. Ja, Leon, du und ich spielen jetzt Frontline. Ja. Was wollen wir denn? Was passt denn hier gut rein? Malphite eigentlich, nur dann nehmen wir auf den Malphite Pick weg. Classic Matchup. Dann würde ich vielleicht die Camille rausbannen. Warte ganz kurz, wir haben First Pick gehabt. Wir sind Blue Set gewesen, oder? Ja, wir sind noch Blue Set gewesen. Die hängen jetzt zum ersten Pick. Lassen wir open, das war der Plan. Ja, wir nehmen jetzt Camille raus. Und Sejuani würde ich gerne rausnehmen. Dann zuerst Sejuani. Egal, was du zuerst machst. Weil, wenn die zuerst den Pick haben, dann... Die müssen ja irgendwas blinden jetzt. Wui. Jungle oder Top. Die werden nicht Jungle, Top, das wird... Wenn sie jetzt die Jungle zahlen. Niemand widersetzt sich. Nein, die bannet jetzt gerade Top-Laner, die picket Top-Blind jetzt als nächstes. Sicher. Ja. Und der Mordekaiser-Pick indiziert auch den Malphite immer mehr. Ja. Die Frage ist, wollen wir Malphite einfach bannen? Das können wir auch machen, haben wir kein Risiko. Mein Herz war schon gebrochen. Deren Jungler spielt kein Sack. Malphite? Ja, Malphite. Also wir haben noch Cyan als Option, als Tank. Ja, wir sind jetzt erstmal uns anders zu blinden. Dann kommen wir ja. Ja, die willet jetzt eigentlich den Malphite blind picken. Und deswegen nehmen wir nichts raus. Deren Jungler spielt Seju, Skana, Volibear, Amumu und Poppy. Ein Poppy-Pick wäre jetzt nicht so klug. Jarvan. Da kommt Jarvan. Classic.
So, das heißt, wir machen jetzt einen Jungle Pick am besten. Ja, okay, ist eigentlich egal. Ne? Ja, wir haben jetzt Double Pick, ja. Ja, und was ich jetzt tatsächlich ganz gern hätte, wäre Poppy. Ich wollte gerade auch sagen, eine Poppy wäre jetzt ja eigentlich gut. Ja, wer von euch will die Poppy haben? Die kriege ich. Achso. Pick einfach mal Poppy. Und die Frage ist jetzt, wollen wir einfach Toplane, weil Poppy blind Toplane ist blöd. Ja. Was wir machen könntet, wäre ein Volibear und dann Poppy, Volibear, Jungle Top, Swabber in Notfall. Kann Leon und Volibear. Dann ist das kein Thema. Dann nehmen wir Sion. Dann machen wir das. Wir das so in den Teamfights, dass das wir jetzt schon nicht vorab geklärt haben, dass ich auf jeden Fall reingehe und du beschützt unseren ADC und unseren Carry, okay? Wollen wir das so machen? Jo. Okay, gut. Weil das war vorher immer so, ne? Ist jetzt. Ich werde Clans spielen, ne? Was soll ich. Darius. Ja. Ist okay, ist okay. Nee, das ist nicht okay. Wer ist das? Willst Aloha. Naja, ich müde dich direkt. Bis später. Bis später, Nero. Wir spielen Prime League deswegen. Oh, endlich wieder? So. Oder bist du heute Aushilfe? Ich bin Aushilfe. Ich werde eben nicht beim TP bleiben. Wie und Shiro? Wie defensiv spielen wir die Lane? Also sollte ich eher für. Hättest du eine Q, bin ich da drin. Also nicht defensiv, sondern Lux. Und wenn es geht, mal Kate dann mitnehmen. Also, Nero, hittest du eine Q, stehe ich in den Gegnern. Ah, klar. So defensiv spielen wir. Ich starte einen Blue Buff ohne Leash. Okay. Aber wir machen Classic Fight Point, ne? Ja. Dann stellst du dich aber auf die Mitte, ich stelle mich nach oben. Dann sehen die nicht, wo ich du. Ich will eigentlich Worte und Back gehen. Ja, oder so. Wie du halt möchtest. Ja, komm. Ich brauch das nicht. Ich glaube, ich gehe dieses Game First Atom Hullbreaker. Ja? Dann brauchst du nicht Teamfighten. Nein, Quatsch. Das ist also. Sein kann man sogar ohne Probleme mit AD spielen. Und das ist sogar eigentlich stark. Total stark. Ich brauche eine Frontline. Wenn du voll AD gehst, bist du keine Frontline. Nein, aber Hullbreaker eröffnet mir so viele Möglichkeiten. Ja, aber nur wenn du alleine bist. Ja, dann lass ihn halt auch Split pushen. Sein ist doch Split Pusher. Ja, ihr könnt nur, gut, also die hätten nichts, was Splitpush auf Sion antworten kann. Trundle. Ja, nur halt, wir hatten gerade gesagt, dass wenn wir in die Phase kommen, wenn wir in den Teamfighten, dass er reingeht, ja, dann ist ja Heilbrecker komplett verkehrt. Ja, wenn mir Teamfightet. No, das war jetzt nur der Punkt. Ja, kein Problem. Ich kann auch einfach. Das ist für mich kein Problem. Ich gehe auch kein Fass. Ich nicht. So, Kinders. So denn, ne? Auf los geht's los. Also ich board hier gleich direkt. Ja, ich geh nicht für ein Sweeper Back. Ja, ich stell mich ganz normal hier hin. Aber es ist ein Grasp Tunnel und kein Lethal Tempo Tunnel, von daher ist er nicht so gefährlich, ne? Richtig? Ja. Okay, denkt dann, sortiert die Caitlyn spielt mit Exhaust und die Lux mit Heal, ne? Ja. Das heißt, hier gibt Bruiser-Dings. Rocky hier. Ja. So, Jungs, voller Fokus. Wir brauchen diesen Win. Ja. Wichtig. Und schon, ob sich die No-Way-Stream-Stunden sich alle gelohnt haben. Also, der Typ hat 6000 Punkte auf Corki, ne? Ich glaube, der spielt nur wegen dem Skill. Ja, und Corki ist Meta halt noch. Ja. Aber der Bubble Butt. Ja, der Bubble Butt ist einfach insane. Das ist so geil. Wie viel Lee-Schwitzen du haben? Hey. Gar keinen. Leon, hast du zugehört, was ich vorher gesagt habe? Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Tut mir leid. Soll ich fake leashen? Nein. Okay. Geht einfach direkt auf Lane. Durch das niemand sich zeigt, kann es halt vermuten, wo jemand war. Also, dass jeder von euch auf Lane direkt ist, können. Wenn die keinen Schimmer, wo das ist. Die wissen bloß, dass ich aber Leash lässt statt. Die wissen dann aber auch, was später dann kommt. Na komm.
schwachen. Hier ist gewordet jetzt. Mhm. Na gut, wir dürfen eh nicht aggressiv spielen, Level 1. Na, ich weiß. So, und Level 2. Lux E, Lux Q trifft natürlich nicht. So, ich mach ein voll clear. Wenn Max. Ab jetzt kann ich reinjumpen. Okay, ich hab jetzt eh gelevelt. Wenn der dicken Wave, dachte ich. Und ja? Na? Ja? Denk dran, jetzt kann gegankt werden. Der erste Trap steht. Da war eine Trap. Ja. So, ich mach jetzt gleich noch Crux und dann bin ich auf Botside. Okay. Ist halt wie immer noch Oppressive Kate Lane, ne? So, jetzt sind wir bereit. Trimble geht jetzt in den River rein. Top. Zwei, ja. Kate muss hier hin, die wartet wahrscheinlich da. Ja. Okay, ich hab's wieder. Mhm. Lux ist hoch. Hier auch. Gut, jetzt. Jetzt höre ich machen. Okay, Flash. Sehr schön. Der Wort steht hier übrigens so drin. Okay. Das ist natürlich unpraktisch, aber. Ne, ich habe eine Clear, das sonst. Ja, ja, fahren. Wie sieht's mit dir gerade aus? Ja. Gut. Hell. Nice, good job. Okay, Flash. Wie sieht's top gerade aus? Der Hafen ist Richtung Botset gelaufen, durch seinen Jungle jetzt. Ja, der hat hier Grabe gemacht. Drück mal den Journal nicht zu arg, drück mal den Journal nicht zu arg. TP auf Mitte von Corki. Ich hatte gerade Slow-Push zu ihm. Ja, das war eine Trap hier, ne? So, jetzt push hard. Wir dive den kurz. Wenn das Shea bleibt, dive von den. Ich tank. Corki hat hier gewardet. Na, schade. Nein, ich stopp. Aber bin executed. Ist fein. Oh, wirklich? Nice, sehr gut. Richtig. Das ist huge. Oh, das ist sogar Base direkt. Schneller, oder? Ba. So, hab jetzt Boots mit Predator. Ist Trundle geflasht? Wie sieht's vor Zeit gerade aus? Ja. Die pushen wie immer. Na? Okay. Ja, ich frag bloß. Wir werden auch wahrscheinlich nichts anderes machen. Ich war trotzdem immer wieder Frage. Weißt du, ob Trundle geflasht ist? Ich meine, ich kann halt nicht vernünftig testen. Ja, Trundle ist geflasht. Ja, ich weiß. Ich kann aber auch nicht zu aggressiv reinsteppen, außer die Lux, wobei ist ja direkt hier oder sowas. Ich war jetzt wieder nach unten clear und dann hoffe, dass man euch irgendwie befreier kennt. Oder ihr macht einfach selber. Oh. Ja, weiß ich nicht, die konnten wir da interrupten gerade. Nice. Bist du geflasht dafür? Nee, okay. Nur ich, das war eins aber. Ich kriege jetzt ja gleich eine dicke Wave in meinen Torch rein. Und der Kauki wird wahrscheinlich auch der erste, wie man kennt. Mhm. Ich komme hier über Topside. Na, da ist auf jeden Fall ein Ward. Ja, wir leben halt jetzt öfter entspannte Ward. John hat mich geholt. Wave ist sogar drin. Nice. Kommst du raus? Und Javan Topside. Soll ich kurz Pusher-Helfe oder? Nö. Ich mach das selber. Javan war Topside. Ja, so halb freezen. Ja, haben wir gehört. Danke dir. Nee, ich spend's. Ist er in seinen Topside-River Jungle gegangen? Also so. Ja, ich war jetzt Crux immer machen und dann holen wir einen Bot-Prio und dann machen wir Drake. Ja, die pushen gerade schon wieder, also sollte eigentlich ein Free-Gang sein jetzt gleich. Ja. Die könnten gleich für ein Ward hier reinlaufen. Könnten wir aber hier eigentlich abcatchen. Trundle is miss? Okay, der ist nicht gut.
Sollte eigentlich ein Free Gang sein, die haben beide kein Fleisch. Neo, bin wieder auf dem Weg. Okay, ich bin tot. Predator sogar. Auf Lux. Okay. Sorry. Schade. Überfallen. Wie gesagt, ich wäre einfach auf Lux gegangen. Ja, ja. Ich werde am Drake helfen. Du bist ja fein, oder? Gegen die Kate? Ja. Okay. Die Kate wird weggehen. Wenn sie da oversteht und du sie catchen kannst, dann catch sie. Ja, naja. Ich wollte nur das Threatening vorsteppen einfach. Wissen wir, wo Yavin ist? Nein, war, wird wahrscheinlich aber gerade der war Topside Lich, der wird jetzt irgendwo vor Zeit rumkommen. 10 Sekunden bis Smite. Ja. Rocky fehlt. Ja. Peter, kann ich vorsteppen? Okay. Ich würde da raus, einfach lauf raus. Mal. Okay. Ich mag den Movement Speed Buff auf der Naomi Passive. Ich finde, das ist ein reiner Buff. So, wir machen Backport. Nee, sorry, wir sind Slow Push, ne? Jetzt ist es ein Slow Push, ja. Wollt ihr, dass ich unten ganke kurz? Nicht. Nein, okay. Ich denke, ich stopp's wieder. Oh, ich hab Ult, aber. Ja, wenn die Ult hat, das können wir dir auch killen, einfach. Okay. Ja, ich mach jetzt hier die Krabbe und dann. Geh rein. Also der Trundle geht wahrscheinlich back, ne? Hast du seinen Mana gesehen? Das ist da. Okay, hat sie wieder geflasht. Fuck, Jarvan hier. Ich glaube, ich bin tot. Okay, wenn Jarvan da ist, versucht okay. Einfach rauszukommen. Ich mach dann den Herald im Gegenzug. Ich komm dann auch zu dir hoch, ich push dann schnell rein bei mir. Wir können die also Jarvan Ult ist raus und Caitlyn Exhaust. Ja, das ist jetzt ja. Nur auf dem Lux Free Flash. Drake und Free Harry. Actually, wir haben den Trade gewonnen. Ja, ja. Wir gewinnen gerade mega, wenn wir nicht während den Harry kriegen. Oh shit. Oh shit. Oh, ja! Holy ja. Shit, boy! Da würde ich nicht hin. Ja, der greift mal jetzt einfach. Oder wenn sie kämpfen, ich hab Ult, ich hab Ult. Den gewinnen wir, ja. Haben die noch irgendwas gewastet? Lux Ult. Lux Ult. Die hat nicht gehealt, die Lux freest das einfach irgendwie. Ja, schön. Ja, solange die nicht lässt. Die hat, also, die hat kein Mana. Ihr müsst stand für den Herald. Okay, ich seh nicht. Ich würde aber gerne Topset eigentlich spielen. Du kannst gleich wieder laufen. Oh Nero. Ja, ich weiß, es war knapp, ja. Ich hab noch Flash ab. Ich wollte jetzt nicht für die Killer flashen. Ich dachte, das reicht doch, weil ich halt Devstats hab. Und die kriegt ohne Mana die Wave halt auch nicht durch. Sehr schön, nice. sehr schön. Good job. Der Trundle hat übrigens Ult, ne? Ja, glaub hinten innen rum. Vielleicht zum Tower runter. Ich muss erst Shield clearen. Ja. Ich glaube auch. Zumindest. Ne? Ich freeze mal bei Midi Wave. Ich bin was? Okay. Kannst du raus? Package? Ja. Oh shit. Ja, Corki will mit Packages diver. Lux ist miss. Ja. Lux miss. Der ist hier relativ low. Ah, oh, shit, okay, sorry. Wasted. Ich dachte, die wird dann nur vorsteppen. Ja, ich gehe für das Crown Bird. Ich mach das hier. Und dann gehe ich Lichbane. Trundle ist auch Mist, ne? Du musst aufpassen, Poppy. Trundle ist Base gegangen. Alles gut, ich hab jetzt gerade bloß dein Buff geklaut. Bin raus. Okay. Sehr nice. Schön, da auf der Poppy. Airy noch. Sehr schön, so muss das laufen. Ketter noch geflasht. Mit dem zu spielen macht er auch mal wieder richtig Bock hier. Ja, Lux. Ah, okay. Wird das? Ne, Lux hat geheilt auch. So, ihr move top sein? Ja, ja. Jo. Er hat aber noch Ult. Aber wir sollten trotzdem easy besiegen. Ich meine, ich outdamage ihn schon alleine. Ich habe 4 Sekunden Ult. 3, 2, 1. Push die Wave. Push einfach die Wave.
Ich glaube, ich gehe Armerboots. Halt noch Pillar. Ja, fühle ich. Ich würde sterben, wenn mir das jetzt da wird. Eben. Ja, Corki move top, Corki move top, Corki move top. Ich muss hier auf jeden Fall raus. Obwohl, nee, muss ich nicht. Das wir haben keinen Ult. Push das Ding runter. Wir haben kein Flash. Ja, wow. Schade. Wir haben sehr viel geused gerade. Für mich ist fein. Hast du Ult? Du hast Ult. Sehr gut, danke Poppy. Lux vielleicht? Ja, mir kassiert. Kriegst du irgendwie ein Engagement? Ja. Oh, schön. Schön hinter die Lux gemoved. Der Corki pusht gerade. Drake ist up. Ja, ich move direkt zum Drake. Ich versuche nochmal schnell mit Prior zu holen. Ich könnte bei euren Turm-TP-Menü bitte? Du hast Ult. Wie lange auf Ult? Mit wem redest du? Achso, Leon. 82. Nee, lauf Topside hoch. Lauf Topside hoch. Alles gut, lauf Topside hoch. Ja, ja. Jarven Botzeit, Jarven kein Ultra, kein Flash. Ich push gerade Mitte erstmal ein, dann move ich Richtung Drake. Ah, oh, shit, die Targo. Ich würde das Fallback noch nehmen, danach zum Drake gehen. Ja, let's go. Ich würde nicht, würd nicht diven wollen. Ich würde nicht diven unbedingt wollen. Die Botlane kommt nämlich jetzt wieder. Genau, die sind jetzt da. Hier ist Corki. Ah, ja, okay, dann müssen wir kurz warten mit dem Drake, bevor wir hier irgendwas forcen. Soll ich zu euch relativ? Vielleicht können wir da. Twanne kommt auch zu euch, ne? Twanne kommt auch zu euch runtergelaufen. Soll ich TP'n? Ich hab jetzt einen guten TP. Wenn du meinst, das ist ein guter TP, dann TP. Ja. Ich geh noch kurz hier pushen. Dann können wir jetzt auch einen Drake machen. Ja. Jarvan. Trundle. Entschuldigung. Ja. Drake runter Burste. Ja, Drake lassen. Wo waren wir? Unten runter oder wo lang? Nee, oben raus, mit dir raus. Ja, ich geh raus. Okay, Bot würde wieder Bot gehen, oder? Ich bin trotzdem bei euch. Ihr könnt raus da. Caitlyn ultet dich. Ja, ist fein. Jetzt wollte ich nur vor die laufen. Nicht Lux, Caitlyn, mein Fehler. Ja, die, hat Kraken, die hat beide Kraken-Stair gebaut. Ah, okay. What? Why? Aber okay. Die haben gerade kein Xos, heißt, ich würde direkt reingehen, wenn du irgendwas hittest wieder. Okay. Lux hat wieder Flash. Yep, ich habe Ignite und kein Flash. Ihr müsst aufpassen, ne? Trundle hat TP, ne? Ich auch. Nero Ult. Weißt du, was ich daheim? Das hat ein bisschen lang gedauert, ne? Ja, sorry. Wenn ihr die Wave reinpushen könnt, können wir uns diven. Dann push ich jetzt die Wave. Die wissen, dass ich hier bin. Das heißt, die geben uns jetzt die Tower for free. Komm schon, Minions. Aus der Stack. So, Tower for free. Okay. Ja. Midlane Jarvan Gank, glaube ich, war auf dem Weg mit dir. Hat keine Ulti gejust, nur ich. Er wird einmal reinsteppen. Mach das. Der Jarvan wird jetzt runtermoven. Ja, Poppy steht über bei uns. Corki wahrscheinlich auch. Fehlt nämlich. Kommen die an die ran. Ich krieg vielleicht bitte Turret jetzt. Schaffen Ult. Herald ist wieder ab. Ich geh Base. Hm. Ich hab Shield fertig. Ich hab Turret. Schuhe und mehr Damage. Ich hab Imperial oder was auch immer du haben möchtest fertig. Mandate ist gut. Mandate ist super gut. Find ich auch. Mag Mandate auch gerne. Ich move für Herald. Ich hab jetzt gehen wir jetzt Topside oder was machen wir? Ja, entweder wir gehen Top oder Mitte. Nee, ihr lauft jetzt mit die Runde. Okay. Alex, mit mir ist der Herald und geht Top Lane ist besser, wir haben den Mitteln Tower schon. Ja, bei mir hat es keinen Sinn, ich bei mir. Wir gehen jetzt Top Lane, Punkt. Okay. Dann gehst du Bot Lane. Also, Herald ist gerade das Play und Top Lane muss der Tower noch eingerissen werden. Ja, ja, okay. Dann helfe ich dir schnell. Ja, und danach gehst du Bot. Ja, ja. Du musst nur aufpassen, Caitlyn hat Kraken Slayer. Ich geh den jetzt back noch. Und auf Topside. Ich bin hier als Backup dann. Ja, der Trundle ist aber low. Soll ich auch kurz stayen? Na, muss nicht. Geh runter. Du, sonst verlieren wir deinen Tower einfach. Ja, okay. Kein Herald für den Tower nutzen, ne? Die Lux war hier am Warden. Oh, Ignite, sorry. Alles ist egal. Die Lux ist hier irgendwo. Können wir sie eventuell catchen? Da ist ein Pink Ward. Ich hab Shieldbow, ich hab Heal. Lux hier. Ja, nicht zu weit forcen. Aber die Lux ist wirklich hier gerade out of position eigentlich. Ich bin nämlich jetzt Minotaur.
Harold mit dir und der Tau ist weg. Der Corki steht hier im Busch. Der Corki steht hier oben im Busch drin mit Package, ne? Der wartet drauf, dass er irgendwas machen kann. Will ich nicht rein. Wir können den eventuell hier einfach abcatchen. Oder er recallt einfach mit dem Package. Wir kommen mit Lane. Ich würde hier oben rumgehen. Gewordet. Lux hier jetzt. Corki hinter mir. Corki hinter mir. Corki Package raus. Ja, perfekt. Okay, gehen wir rückwärts. Ich bin Base, ich hab keinen Mana mehr. Ja, ich nur kurz dann ihre bleiben Power wir jetzt mit der Aegis. Ja. Könnt ihr die Pressure halten? Ja. Nicht weiter als so. Ich kann. Nicht so lange. Das reicht schon. Dann kann ich nämlich hier weiter rein pushen. Problem. Glück. Ah, Lux tops Botside. Ja, Trundle ist hier. Wenn es nur Trundle ist, macht er nichts. Javan ist auch Botside hier bei seinen... Javan an den Wölfen, wir können... Ich hab keine Wards mehr. Ich würde auch dazu kommen. Ich hab meinen TP die ganze Zeit ab, ne? Ich kann immer dazu kommen, wenn das so ist. Also wir sind jetzt 4 Mitte, 3 Mitte, 4 Mitte. Nur das ist Gizzard. Ich klaue Javan mal den Frosch. Den Frosch? Das hört sich so kacke an. Den Gromp. So, ich hab 2k, ich weiß gleich Backporter oder... Gleich ist Drake up in 45. Ja, ich hab CP ab, ich kann dazu kommen. Ich würde jetzt erstmal recallen gehen, ich hab Collector. Ja. Jetzt recall nehmen wir. Ich hab Collector fertig. TP. Weiter als so darf ich nicht. Hat jemand einen Pinkward denn für den Drake oder? Ja. Deswegen bin ich ja gerade Base gegangen. Darf ein Trundle top? Trundle hat TP. Ich auch. Eher spannend ist, dass der Javan Topside ist. No. Wenn der Javan, wenn der Trundle in meinem Gesicht TP's, setze ich dem eine W drunter und das war's. Der stärkste von denen ist gerade der Corki, ne? Ja. Okay. Der stärkste von denen, ja. Aber sind noch dabei, oder Poppy? Du beschützt und ich geh rein. Wunderst du? Ja. Sehr gut, ich zone die. Das ist für mich kein Problem. Ich kann da genug auf. Du brauchst Corki eigentlich. Hier. Hat der hat kein Package, ne? Ne, hat kein Package. Oh, er macht Blue Buff. Das ist Trundle. Der Trundle, wo? Hinter uns. Ich pushe dann oben. Ist geflasht. Aber gut, Colette. Sehr gut. Corki Flash raus. Aufpassen vor einfach raus. Ja. Einfach raus. Unser Victor ist top-lane. Flash, das ist übelst gut. Das nächste an der Sache ist, dass mir jetzt eigentlich ohne Schwierigkeit fast die Brain fließen können. Corki, Trundle ist nach unten gepillt. Ach stimmt, Corki ist ja, One-Hit. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach für Nash. Ja, Victor, komm, Victor kommt runter, Nami kommt her. Okay, soll ich mitkommen? Brauchst du nicht. Obwohl, wenn du Botlane pushst... Lauf auf jeden Fall mal Midlane. Ich hab TP. Ja, dann behalt den TP und push Botlane durch, bis zum geht nicht mehr. Okay. Entschuldigung, dann mach ich das so. Stimmt. Mach 39 Schaden mit dem Auto-Tech. Geht ja. Ich bin ja keine Vayne und keine Kaiser, ne? Das ist true, ja. Aber das ist okay. Die Javan, Corki sind hier. Scheiße. Heißt, das Might muss sitzen. Ich komm von der Seite, ich lenk sie ab. Du kannst hier rein ulten eigentlich. Ja, ich kann. Ach, leck mich doch am... Geht's grad. Ich geh Base und ich hab TP dann... 6. Ja. Wir könnten eigentlich auch einen Turm mitnehmen, das wäre möglich. Ja, dann brauchen wir eine Mini-Wave. Auch nicht. Das war jetzt von euch beiden zu greedy, ne? Ja. Lockt irgendwo dahinter, ne? Ich kann von mir aus tanken, ne? Das krieg ich hin. Ein bisschen. Der hat jetzt Ulti raus. Willst du wirklich tanken, wenn er ultet? Ich würde lieber backen, ne? Die sind alle wieder da. Ja, dann gehen wir Base. Oder ich gehe als nächstes Topside, weil in zwei Drinks ist Drake. Und ich hab TP. Ja. Ja, Pöck, laufe, dass sie den jetzt kriegt hin, aber. Doch man staubt mir jetzt nicht. Ich würde gerne jetzt mal ganz kurz ein bisschen ruhiger, oder? Ja, wir warten jetzt einfach, bis Drake da ist. Uns können die nicht contesten. Wir sind viel zu stark gerade. Das
20-5 einfach. Wir haben keinen Grund, das jetzt zu throwen. Ja. Nee. Also wir gehen Midlane, Victor bleibt Botlane erstmal. Triangle hat keine Ult. Aber bist du ja, wir warten jetzt einfach, bis deren Nash ausgelaufen ist. Alles chillig. Zwei Leute top, Jarvan auch. Also Jarvan. Also Triangle und Lux sind die letzten mit Nash, meine ich. Jarvan, Lux top. Jarvan und Lux. Triangle und Lux. Kann ich Raptors nimmer mit Lux auch? Lux ist jetzt auch top? Nee, nee, ich brauch nur den hier. Caitlyn und Lux sind top. Trundle ist Bot. Package. Corki hat Package. Also, keiner jetzt aggressiv spielen. Ist genau richtig, dass sie jetzt Package nimmt. Drake hat das nämlich. Ja, Drake hat das nicht mehr. Einfach, ja, einfach behind spielen. Corki ist hier. Botlane zurückgehen, wir gehen zurück. Ja, ich bin schon weit zurück. Ja, yeah, aber einfach Package safe spielen. No. So. Ich geh mal in den River. Trundle ist auch hier. Punch die Krabbe nimmer, wenn sie da ist. Ja, ja, machen wahrscheinlich gerade Vision. Ah, die wir hin inzwischen auf dich. Ja, ja. Corki ist hier, heißt du musst auch da raus. Trundle unter uns. Jarvan Bot, Trundle ist unter uns im Jungle. Und Corki ist bei mir topside. Corki Package läuft in 15 Sekunden ungefähr aus. Die wollen auf mich kollapsen. Corki kommt hier, geht raus da. Jetzt hat er die Package. Corki Package raus. Er hat Package über die Sekunde. Hier ist wahrschelich Vision drin. Soll ich die Pins euch runter? Nein. Ich komme hier hin. Also Caitlyn ist topzeit. Da ist noch ein Pinkbot drin. Kein TP, der erstmal. Wir haben erstmal noch 30 Sekunden für Drake. Zweitens müssten die jetzt langsam Midlane gehen. Ja, push aber weiter. Ja, ja, ich bin dabei. Da war Drake mit drin. Dann das hier. Okay, gut. Willst du die da oben? Ja. Nee. Ja, dann egal. Aber bleib bei deiner Pressure. Wenn Caitlyn nicht hier ist, kann ist es umso besser für uns. Damit die Caitlyn hat kein TP, ich kann es euch einfach hoch TPen, soll ich? Jetzt? Du könntest auf Botlane. Ja, dann tippe auf Botlane, wenn du meinst. Hinter die. Nee, ich hab keinen. Ja. Ja, doch, mach ich. Ich komme. Und dann gehe ich hier durch einfach. Damit rechnen die nicht. Mach ich. Ich bin jetzt gleich da. Ja, ich bin jetzt. Ja, jetzt gehen wir rein. Auf Jarvan. Einfach Drake. Alles dann. Nicht chasen, einfach okay, Drake. Okay, raus. Aber wir haben Flash bekommen von Corki, das ist übelst gut. Ja, aber es reicht auch. Wir müssen nicht alles overforcen. Corki kann immer noch ziemlich gut kiten mit. Wir würden nochmal gern Base gehen. Ja, ich würde die mit. Haben wir einen TP hin? Kann jemand Top TP hin? Wir haben mit. Ja, Victor TP haben wir. Einfach nur, dass wir den Tower jetzt nicht neu in die Caitlyn rein. Ich gehe jetzt Space, ich hole mir jetzt Bloodfester. Ja, kann ich bauen? Ja, mach du das bitte. Also ich hab auch Anti-Heal, Poppy hat Anti-Heal und dann hat drei Leute Anti-Heal, das reicht, glaube ich. Ja, und ich hab jetzt den Heal. Ich geh dann Botzeit, ne? Weil ich hab wohl zum Rund hochrennen. Ja, wir können jetzt gleich wieder Nash probieren. Diesmal am besten kriegen wir den auch. Ich würde dann sagen, dann stehe ich ungefähr hier, wenn das okay ist. Ein Catch vorher kriegt. Wie gesagt, aber eigentlich wär's halt am besten, wenn du Tower nimmst, während wir am Nash stehen. Stimmt. Oder ich mach so viel Pressure, dass die da. Ja, das kann ich auch machen. Ich kann die ja zwingen. Sehr schön. Jo. So, catch mir hier die Lux. Midland Tower, warum oder? Nicht? Ja. Ja, ich wollte jetzt einfach nur für Vision gehen. Ich geh für Vision. Du bist Support, du darfst das. Aber den Midland Tower, den habe ich hier halt lieber als die Lux da hinten. Den Inhalt lass mal stehen, oder? Meinst du? Nicht beides einfach? Ah, sie haben surrendert. Ah, die haben offen. Ja. Den auch, ja. Okay. Nein, ich wollte den Kill mitnehmen! Ah, war richtig gut gespielt, Jungs von uns. Das war so krass gut. Das habe ich. Das war, glaube ich, das beste Game, was wir je zusammen gespielt haben. Das war so gut koordiniert. Fand ich. Mhm.
Mann, ich hätte sogar den Trundle gerade noch gesolo-killt. Oh, Leon, du hast ja den zweithöchsten Damage. Was soll ich sagen? Normal. Ja, GG's. Ja, ich war da. Ich würde sagen, wir machen einfach genau dieselben Bands. Ja. Und die werden jetzt wahrscheinlich Angst haben vor dem, was wir gerade gepickt haben. Ja. Heißt, ich gehe 100% von einem Nami-Bann aus. Oder First Pick, wenn sie den haben. Ja, die haben jetzt First Pick. Ja, die sind jetzt Blue. Ich würde die Nami trotzdem einfach auflassen. Wenn sie die picken, machen wir das nochmal. Wenn die den Nami picken, dann spiele ich Leona da rein. Dann spielen wir Leona Kaiser oder so ein Shit da rein. Ja. So. Wie kann ich mein View-Dings sharen dir? Wie geht denn das nochmal? Was genau? Ah, kann ich sie einfach auf Discord sharen? Soll ich das machen? Was denn? Nee, Sascha. Mein Outplayed. So, du hast dafür einen. Du hast dafür einen Ordner im OneDrive. Ich erkläre es dir nachher. Genau. OneDrive-Link hast du dafür. Ach so. Ich habe jetzt die Aufnahme gestoppt, weil das zurzeit bei mir ein bisschen laggy ist, alles. Ja, alles gut. Also, ich habe auch dieses Outplay drin, ne? Wenn ihr wollt. Ja, wenn du es hergeben würdest, das wäre ganz nice. Also ich weiß noch nicht, ob es offenbar. Ich habe eine Frage. Wie fandet ihr den Cyan? Ich mag den Cyan. An sich gut. Du kannst ruhig nur ein bisschen aggressiver pushen, wenn wir an Objectives dran wollen. Ja. So. Ja, entweder dann gehen die zu dir und wir haben vier Objectives. Okay. Ist mit der Ulti raus? Nee, ich hatte es geschlossen, leider. Das letzte Game, was bei mir da angezeigt wird, ist ein Kaiser-Game. Ach, zwei Games? Ja, immer zwei Games. Ja. Haben wir doch gesagt. Okay, kann ich aber ganz kurz auf Toilette? Ja, ja. Geht doch. Okay. Also, Sascha, ich habe das Game nicht aufgenommen. Ja, halb so wild. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Ja, denke ich mir schon. Das ist bloß Bonus. Ja, das ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Welche Seite nehmen wir jetzt? Jetzt sind wir jetzt Redside. Wir sind jetzt Redside, ja. Dann. Marvin? Du bist gleich noch, oder du bist jetzt schon am PC, ne? Gleich eventuell wieder Lust auf deinen Blitzcrank? Ja, eben. Deswegen frage ich dich, ob du Lust auf deinen Blitzcrank hast. Kekse? Kekse sind toll. Frag Doppelkeks. Ich glaube, die haben jetzt Angst vor einem Bronze-Jungler. Ja? Da gibt's genug Leute in Platin, die das machen. Ja, wie gesagt, es gibt genug Leute in Platin, die das so spielen. Ja, es macht auch keinen Sinn. Außer um ein Conqueror-Stack zu kriegen. Aber mittlerweile spielt man ja auch Liefer Tempo. So, meine Damen und Herren. Hallo, Leon. Hallo, Shiro. Immer wieder angenehm. Sind wir alle da? Ich ja. Alex? Leon ist noch nicht da, oder? Doch, Leon ist da. Alex? Alex fällt klar. Alex ist da. Uns fehlt Erin Jäger. So. Junge, schau dich gleich, Mann. Mein Name hat null mit. Mein Name ist älter als dieser fucking Manga. Sicher? Ja. Gegoogelt? Nein! Ich würde es nochmal machen. Leon, weißt du noch, was zur Bande ist? Ja, ich hab's aber extra geschrieben sogar. Das ja, ein Mini-Fan, was? Die bleiben bei dem Yumi-Band. Okay. Also weg mit der Akali. 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 Ja, aber die sehen ja nicht die Winrate von deinem Account, Marvins Account oder Elias Account. Die sehen die Winrate von meinen und Neros Account und die ist unter allem. Gut, so geht's. 30%. Ja, Nero, deine Yumi ist richtig scary mit 30%. Ja, immer. Ich glaube, das ist eher so ein alter Spielchen mit Yumi. Yumi ist Ace, wollen wir nicht.
Alex, seit wann hast du diesen Namen? Mein Name ist seit 2005 Leon. In Gebrauch. Leon. Warum ist jetzt ein Manga relevant, den du... Das... Ich bin der gefokuste Boy, den du kennst. Ja. Bitte. Obwohl, zu dem Manga kann ich nichts sagen. Also der Anime ist scheiße. Lulu. 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 Ich wollte nur 100 Mal Lulu sagen, solange du... Der Hegel von Alex. Dann kannst du ja jetzt anfangen, Vane zu sagen. Vane. Vane. So, wie sind Alarm so? Ich kann das auch sehr, sehr, sehr nervtöten Sachen. Nämlich Vane. 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 Oh, der Poppy-Bun. Oh, wie niedlich. Mein Gott, ey, haben die Angst. Und jetzt wäsch mit dieser Vane. Okay. Wollen wir den Angst machen mit Nami Brand? Ich glaube, der ist die Nami open lassen, oder? Also die haben Nami schon open. Ah, warte, die picken jetzt noch. Die picken jetzt noch. Ich hab gar nichts gesagt. Das heißt, zack, Nami. Wir haben so. In der Second Pick-Phase First Pick dann. Den nehme ich. Ich wäre dann für. Ja, pick Leona. Leona Kaiser oder sowas? Ja. Ich pick Leona. Pickt einfach Leona Kaiser. Scheißegal, wer von euch was pickt. Okay, ich habe noch ein bisschen Redezeit. Also wir picken ja Toplane in der zweiten Phase dann und da würde ich dann... Nicht zwingend. Alles klar. Das ja, wir haben noch einen dritten Pick, Leon. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dass wir aus dem Malphite den rausnehmen, oder? Wenn die jetzt nicht Toplane picken. Wenn die keinen Top picken, dann nehmen wir den Malphite raus, oder? Oder wir picken dir einfach den Malphite jetzt. Nee. Das ist als drittes Dings ist es, glaube ich, besser. Aber dann kann ich dann, sonst werde ich sofort outpicked. Einfach. Und dann kommt noch Bann wenigstens. Das ist doof. Wir können dir den Malphite picken und dann Topländer bannen. Ja, jetzt. Ich meine, zweites. Ich wollte. Also. Jetzt wollen wir sowieso Kaiser picken. Also. Ja, richtig. Mann. Leon. Ich spiele Nami Lucian. Nami Lucian. So, verliert er dann. Ignite Exhaust auf Bot oder was? Was? Nö. So, jetzt wird es erstmal kurz spannend, was jetzt kommt. Ja, und dann counterpicken wir das. Oder wir picken Leon Malphite. Auf jeden Fall, oder? So oder so können wir das machen. Also... Da kommt ein Lee Sin. Also und die Frage ist, wollen wir uns der Victor wieder sichern? Mir ist das egal. Das können wir auch machen. Victor, ja, weil das wäre tatsächlich ein relativ safer Pick. Ja, Alex, ich bleib gut auf Victor. Dann mach Victor. No. Ist eh viel zu stark zurzeit. Ja. Wenn wir Malphite picken. So, mir bannert dann jetzt wieder den Malphite. Okay. Ne, brauchen wir gar nicht. Nein. Also, wir haben zuerst First Pick dann jetzt gleich. Ich würde jetzt einen Top-Laner bannen, den der spielt, nämlich Malphite. Und ich würde dann Mid-Laner bannen, der gegen den Alex den spielt. Warte. Sascha. Ja. Wir haben jetzt den Pick. Leon könnte jetzt Malphite picken. Ja, und das, ich würde dann als zweiten würde ich dann Shulgaf rausnehmen, weil spielt keine Shulgaf und der macht Apischan und das nicht. Leon, wir sehen schon Jungle. Es geht um Toplane, Shulgaf. Es geht aber nicht um Toplane, Seju. Achso. Hä? Es wurde Seju gesagt? Es wurde nicht Seju. Alex, gegen was kannst du auf Mitte nicht spielen? Als Victor. Das ist wirklich richtig beschissen. Corki und Xera, weil die halt ein bisschen Range haben noch. Dann mach Xerath raus, Corki kann der raus, nicht. Der Corki war ja echt scheiße. Ja, dann die Xerath. Weil Xerath outrange mich halt auf lange Sicht. Vielleicht ist ja Lee Sin. Genau, Leon. Ich hab's nicht verstanden. Vielleicht ist auch Lee Sin Support. Das Problem war, dass ihr alle durcheinander gequatscht habt, deswegen kam nichts durch. Anstatt die ganze Zeit. Ist jetzt kein Weltuntergang. So, wollen wir jetzt den Malphite picken? Ja, auf jeden Fall, oder? Das ist nämlich das Problem eigentlich. Ich meine, guck mal an, Lee Sin. Dann müssen wir einen Adi-Jungle picken. Nee, das ist ja kein Thema. Ja, Xin einfach. Xin, wenn er. Aber ich würde den Malphite halt lieber sichern vorher. Ja, dann nimm Malphite. Dann machen wir jetzt Malphite und gleich Xin am besten. Ja. Schlaufuchs. Ja, ne? Ja, jetzt kommt bestimmt Cho'Gath. Die Cho'Gather. Ja, Cho'Gath ist aber kein Problem für unsere Champs. Ja, von der Landing Phase ein bisschen.
Du solltest deine Lane nicht gewinnen. Du bist später Joe einfach nur ein Stunbot. Da ist wieder der Corki. Alright. Der hat Bock. Also ich meine, die spielen basically Full Early Game und Corki. Und der Corki ist schlecht. Early Game. ATM, ja. Ja, Lucian ist Early Game, komplett. Ja, Lucian Army auch. Early, Listen auch. Corki ist halt so die einzige Scaling Option, die die gerade haben. Ja, und der ist nicht gut. Ja. Also wenn jetzt nicht Shugaf kommt, würde mich wundern. Wenn die jetzt Shugaf picken, inten die, weil Kaiser Burnkin und... Ja, damit inten die noch mehr. Kann doch gar nicht mehr töten. Die haben nur Corki im Late Game. Ja, und theoretisch einen Cannon im Teamfight, aber... Ja, das ist ein Stunbot. Genauso wie so unser Malphite. Ja, aber der überlebt nicht so viel wie unser Malphite. Ja, dann machen wir doch jetzt noch Xin. Ja, Xin ist hier super. Sehr schön. Dann spielen wir das wieder sauber runter und sichern uns den ersten Two-Hour-Dark. Nein, das wollten wir nicht. Das wollten wir. Ich bleib auf jeden Fall wieder bei Team. Ja. Schildschlag oder Demolish? Was? Shield Bash oder Demolish? Definitiv Demolish. Ja? Ja, okay. Ja, ja. Weil dein Shield Bash ist unreliable. Du musst einfach nur wieder pressuren, während wir Objectives machen wollen. Genau. Und soll ich eine Armor Rune, also einmal Armor und einmal Magic Resist gehen oder doppel? Mach Armor Magic Resist, der Cannon auch verdeckt dich dauerhaft. Ja, deswegen. Genau. Alright. Kennt das? Jo, bis die Tage. Ich glaube aber in Lucian muss ich Source spielen, oder? Nein. Dann bleib ich bei Ignite. Ich mag immer Ignite lieber. Ja, ich auch. Ja, ihr wollt ja eh Kill Pressure haben, von daher. Ja, Level 1 sind wir halt oben, aber Level 2 killen wir die. Level 2 ist halt so ein 50-50-Ding. Wenn du einen Stun auf Lucian machst, dann sollten wir den aber eigentlich killen. Eigentlich werden ja beide erwischt. Egal. Aber du musst das anders spielen, Nero. Du musst den Lucian engagen lassen. Und wenn der Lucian seine E raus hat, können wir den free killen. Den Dash meinst du, ne? Ja. Richtig. So, können wir auf Botside Fake Leash? Können wir machen. Wenn er seine E nicht raus hat, dann heißt das für dich kein Engage. Okay. Bis Level 6. Ihr wollt quasi den Lucian dazu bringen, euch ins Gesicht zu springen. Richtig. Und wenn er das macht, ist er tot. Alles klar. Hä? Er lässt doch jetzt Leon leashen. Ja, ja. Aber fake leash, egal. Ihr geht nur delayed auf die Lane. Denkt ihr, Mercurys reichen oder sollte ich zuerst Spirit Visage bauen? Du kannst einfach für das gehen und dann kann er dich nicht mehr töten. Das gibt dir mehr. Ach, das kriegt ja die ganze Zeit Leben wieder. Ja. Das ist das Vor-Item zu Spirit Visage. Ja, okay. Oder vor Chaos of. Ich würde aber für den. Also ich gehe wieder runter. Mach das. Ich gehe hier hin und stehe da. Ja, stimmt. Ich kann doch Geisteskutte bauen. Richtig. Und das reicht schon gegen Cannon. Ja, der spielt Face Rush. LOL, wirklich? LOL. Der Corki ist jetzt da. Denkt dran, sortiert nochmal euer Shift-Dings da. Tab. Tab, genau. Ist ja dasselbe. Was meinst du, die Spot? Ja, von denen? Können wir nicht Level 1 oder Lee Sin brauchen Leash. Lee Sin ohne Leash ist echt. Also gut, wenn das macht. Lee Sin braucht keinen Leash. Wir können die abfacken, aber der hat halt Cleanse. Aber wir können die theoretisch auch hier einsetzen. Ja, warte. Also, wenn es super ab ist, können wir da mal reinsteppen. Obwohl, Lee ist zu schnell da. Wir haben aber einen extremen Burst als Kaiser Leona. Okay. Entschuldigung. Gesundheit, mein Herr. Gesundheit. Nein, nein, nein. Du musst halt vorgehen. Ja, ich weiß. Ich wollte nur kurz warten, bis. Ich kann einen Auto-Tag. Ja, genau. Ja, Kork, ich spiele diesmal übrigens First Strike, ne? Ich dachte, Nami ist hier unten gewesen. Ach ja, wenn ich. Okay. Wait, leashen die beide nicht? Die leashen. Also, Chopset ist nicht geleashen. Ja, komm raus. Ja, Botlane auch nicht. Na, dann machen wir schon Teambusch. Die sind wahrscheinlich Red Buff Solo Start. Und hier stand ein Lucian drin. Ja, die wollten uns wahrscheinlich auch cheesen. Ja, anscheinend. Wir lassen die einfach rein. Wir lassen die rein. Ich kann sowieso nichts machen, Level 1. Ist nur so viel Auto-Attack Damage da.
Ich habe ihm gesagt, wie er die Lane spielen muss. Von vornherein. Ja, aber Lami Lucian. Also Lucian ist halt. Der hat. Oh, aber Lami kriegt gerade die ganze Zeit Minion Aggro. Da haben wir Level 2. Ja, und wir verlieren keine XP. Ja, ich weiß. Ja. Okay, Topside Bullet. Ja. Also, ne, bis Level 6 können wir hier halt nicht einfach so engagen. Okay. Okay. Schade. Genau das. Oh Gott. Oh, ich hab mein Kennen nicht gekriegt. Das Spiel ist langsam. Guck mal, dass du die hinten kriegst. Ich nehme hier vorne die. So, ich war jetzt ganz böse mit Lane laufen. Mach das. Tut mich nicht, dass du XP liebst. Ich scale. Oh, shit, okay, sorry. Zu viel Minion Damage drauf. So, Lee Sin hier. Oder die Botlane. War die Botlane. Sicher? Ja. Dann haben die aber nur gewartet, oder? Jo. Oh Gott. Ich hab Level 3. Ja, ich hab grad auch ein Minion gemisst, weil wir da hochgemoved sind. Ich gehe davon aus, dass die Sinn wahrscheinlich Topside eher ist. Also Leon, eigentlich... es wird Zeit, so langsam ein Wort zu schauen. Ja, wir sind ziemlich sicher Topside. Und wenn hier ein River reinsteigt. Also theoretisch können wir Botlane ein bisschen pushen, dass du einen Lane-Gank machen könntest. Kann man machen. Nee, ich kann ihn nicht aussetzen. Die sind top. Ja, Lee Sin geht in deinen Jungle. Dann gehen wir jetzt hier ein bisschen nach vorne. Also Lee Sin ist gerade bei den Steinchen. Krux. Könnte sein, dass es gegen auf einen 3v3 rausläuft, ne? Warte, wegen Minions, ne? Ja. Die Wave müssen wir halt jetzt irgendwie noch unter den Tower kriegen und danach können wir. Was ist daheim noch nicht? Nein, wir warten jetzt einfach, bis die nach vorne steppen. Lucian hat keine Ehe. Corki fehlt. Corki TP bitte. Die sind dann noch top. Wartet. Ach nee, ja, aber auch Max Range, ich hätte auch nicht weiter ran steppen können. Ja, deswegen sagte ich warte. Ja, durch die W kriegt der Vision. Der kriegt keine Vision. Doch, durch die W kriegt der Vision. Er wusste inzwischen, dass wir hier sind. Lucian moved hoch. Okay, Lucian keine E. Lucian hat keine E. Ja, ich weiß, aber der hat nur noch Glänzt, ne? Hat er geglänzt. Ja, dann raus hier. Ich freeze mich jetzt Topside, Cannon geht Glänzt weg. Und Exhaust. Jetzt können wir gleich einen Gank machen, Herr Jungler, so in 2 Minuten. Ich war jetzt gerade sein Jungle nimmer, weil er in meinem war. Ja, nee, ich meine auch in 2 Minuten. Jetzt war ich hier von hinten auf den Corki komme. Keinen TP. Oh fuck, okay. Kommen die da raus? Ja, nee. Ah, du schon geflasht. Mann. Ja. Ich darf ja eigentlich gar nicht base gehen, aber wenn der Lee Sin jetzt hier außen rumläuft, bin ich trotzdem tot. Bleiben könnte ich mit mir auf keinen Fall. Lies immer noch mal Bot. Ja, ja. Hab ich nicht. Egal, ich muss Base. Ja, geh du Base. Das Feinde wollten ja auch Base.
Bleib einfach mal im Busch drin. Ich glaube, dass der die Sinn jetzt versuche zu invaden. Alex, wie sieht's mit dir gerade aus? Kann Pryor sofort holen. Kennen das, Miss? Also, Lee Sin hat keinen Top-Side-Jungle mehr. Ja. Der hat und auch keinen Bot-Side-Jungle aktuell. Und kennt wieder Top. Okay. Das war viel zu spät schon. Ja, ich bin da zu früh reingemacht, wie es ging. Ja, Lee Sin Top-Side, Lee Sin Top-Side. Hm. Nami sollte auch tot sein, oder? Ist nur flasht. Die Sinn ist hier Topside irgendwo. Schade. Sollen wir Mittleren Wolf nehmen oder bleibst du am Botline? Also, was. Ich geh jetzt Base. Okay, dann. Ich hab nur den einen Minion genommen, weil er low war. Kennen das Miss? Corki fehlt. Oh mein Gott, ich komm schon. Ja. Wollen wir denn da rein? Ich würde dann auf den Lee Sin gehen, ne? Das macht mehr Sinn. Denk dran, Corki fehlt. Vergiss nicht. Das verlieren wir. Das verlieren wir. Ich will jetzt die Gun Fight, ich will bloß, dass er ihn abrät. Achso, okay. Ja, das ist schon alles, was ich gerade wollte. Corki ist bitte. Ich glaube, der hat er gewartet. Okay. Jetzt habe ich wieder Ignite ab. Das ist schon Ult Level. Ja. Ja, ich habe mit dem nächsten Level auch Ult Level. Nächstes Level? Also mit dem nächsten Minion. Mit dem nächsten Minion. Junge. Lee Sin ist, glaube ich, gerade Botset gelaufen. Ja, die sind jetzt gerade hier. Du schon hier? Alter, wie viel Range hat diese scheiß Bombe? Junge. Und ist, wenn die Botlane kommen? Wenn. Oh, die werden hier gewartet haben. Ich kann gerade keinen Frostfire gegen Corki generieren. Er hat so viel Damage mit seinen. Ich kann theoretisch followen. Okay, ein Leader. Corki fehlt. Oh. Das ist ziemlich unpraktisch, wenn ich hier so bin. Ja. Ja. Ich dachte, ich könnte noch rauskommen, aber Corki darf moven. So, ja, ich habe keine Pushfire gerade gegen den. Hat mit der Match das, der hat das. Ich habe gerade die Red geholt. Die Ult ist raus, die Ult ist raus. Hat die Sin geultet? Wahrscheinlich auch noch. Nee, nicht. Mich hat dann geredsmited. Ich meine, ich habe einen Kill rausgekriegt. Aber sonst haben wir. Ja, ich weiß nicht. Cannon hat einen Deepbot gesetzt, wahrscheinlich beim Herald. Wir sind da. Dann lass ihn ruhig kommen. Mehr kriege ich nicht rauf. Eigentlich dürfen die uns hier aber nicht mehr fighten. Nö. Corki ist hier unten irgendwo. Ja, dann dürfen die. Ich habe den Herbert mal gewardet. Corki sieht aber mir. Das wird der Botside-Mover. Mhm. Na, anscheinend an die da wischen drin. Willst du Corki den Pickel? Corki fehlt. Du musst rausgehen. Ich kann nicht followen. Mein Pferde. Ja. Corki Package. Aber im Prime League dürfen wir gar nicht BM, oder? Competitive BMing ist okay. Es darf halt nur nicht so toxisch im Chat sein.
Nee, Corki ist Mitte. Ich bin Mitte. Corki, Package ja. Schon nicht mehr. Package raus. Okay. Set aber sind Package raus, ja. Ich weiß nicht. Ich würde es gerne probieren eigentlich. Na. Ja, aber wenn die sind jetzt an den Herbert dran, ne? Lassen wir ihn, oder? Ja, du hast dein Ult ready. Die hat jetzt sofort wieder X, das lohnt sich schon gar nicht. Ich kann nicht kennen, Bio, das schaffen wir nicht. Ich würde es sein lassen. Weißt du, ich meine, Nero? Ja. Die haben jetzt sofort auch wieder Exhaust. Okay, dann gehe ich einmal Base hier. Also, wir können halt nicht. Also, ich bin für ihn Dash Auto Auto. Ja, geil Force. Naja, ist ja egal, welcher Dash. Schau mal. Okay, Lucian hat mehr Range als ich. Ja, und Lucian braucht keinen Skill. Wie immer. Alles gut, wir kommen da wieder. Also 15 nicht. Sekunden könnte ich Botline TP'en. Aber. Nein, solltest du nicht. Ja, ja. Also, ich hab Schaden ohne Ende. Nein, du bist gerade nicht da. In 15 Sekunden bin ich wahrscheinlich auch wieder da. Jetzt habe ich auch meinen verbesserten TP. Wer ist er jetzt? Unmittelbar ist der Teleport. Undeached. Okay. Sorry. Die Sinn hat die halt ein bisschen. Und Draken? Können wir. Der Corki resettet. Wir müssen uns halt nur beeilen. Corki ist resettet. Die haben da drei. Soll ich die pinnen? Okay, jetzt kannst du. Ich werde exhausted und stehen vier Leuten allein drin. Okay, Flash. Das haben wir hart abgefangen. Ich weiß nicht. Ich musste rausflashen und dann wurde ich exhausted. Canon hat halt uns gerade unser ganzes Team CC'en dürfen. Ja. Der hätte halt abgehalten werden müssen. Hm. Wenn wir 1-1 spielen, ist trotzdem vorbei, oder wie? Nur dann steht's 1-1. Es gibt das Unentschieden. Egal, Fokus, Geist. Fokus. Jetzt müssen wir einfach gute Gangs machen und uns wieder zurückbringen. Oder wir scalen einfach. Ja, genau, oder so, ja. Klar. Also, beste Option ist Skating. Vor allem mit dem, dass jetzt. Ich bin. Bei dir. Die Wave kam auf dir. Die Wave einfach nur dir. Ja. Wieso, als würde Nami hier relativ out of position rumlatschen? Na, doch nicht, okay. Jo. Ich hab jetzt mal Abion, also QE Wolf. Du schnappt mich die Gale Force und ich hoffe es gut. Ja, so ging es mir vorhin auch. Na, ich hab jetzt endlich QE Wolf. Ich sehe nicht, dass sie die aufhalten können. Los mit Double Buff. Und Lee auch. Vier Leute pro Zeit. Canon Half-Life nicht mit QW.
Ja, wir müssen jetzt gucken, dass man irgendwo Farm herkriegt. So gut wie es geht. Party Package. Die sind bei mir. Oh, what? Okay. Wir sind verschuldet. Der kam von hier an gejumpt mit Q. Können wir nicht mehr machen. Und Lucian Nami kam auch direkt ums Eck. Ja. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ich schätze mal, die wollen jetzt noch mehr forcen mit Corki Package, wenn du tot bist. Na, ja, da steht schon Botlane. Ja. Weiß nicht, Tower, ob wir den deffen können. Nein, müsst Ulti haben, dann können wir es theoretisch steifen. Cannon ist nicht da. Ich hätte Ult. Sim ist da. Das sind, drei. Hallo, Ult. Fenster ist raus, aber er ist nochmal CC. Nochmal CC. Er ist tot. Ich hab den Shutdown raus. Der Cannon wird so. Geil. Sim stirbt. Lass das machen. Ich war nicht rechtzeitig. Okay, ich dachte, noch abhalten wollen. Ja, aber wir haben Kippe. Ich hab 1000 Gold gekriegt. Ja. Wir können den Turm nicht halten, ne? Nicht wirklich, ne? Ich muss kurz kaufen gehen. Ich meine, wir haben nur 1000er. Hat dann schon mal. Ja, ich brauche halt meinen Nashos jetzt, damit ich beide Evolves krieg. Drake ist jetzt wieder. Ich würde den abgeben. Aber die haben, ich meine, die haben kein Package. Also. Sie war gerade. Und kein Kennen halt. Ja, also wir hätten eigentlich eine Chance. Kennen ist nicht so stark. Und Kennen ist auch nicht stark. Kennen hat kein TP. Ja, kein TP. Ja, Kennen ist top und hat kein TP. Dann gehen wir da jetzt rein. Ich hab auch kein Ulti. Aber ich geh einfach. Ist ein 8. Ulti in 8. Wartet aber auf Leona Ult. Ja, ich hab in 20 hätte ich auch Ulti. Handzeit. Wir gehen jetzt auf die Top Tower. 16 Sekunden würde ich dann reingehen, wenn ich Ult hab. Dann macht euch den Ich hab in 20. 20, dann warte ich noch. Will ich noch warten? Mhm. Wenn du in der Schule. Alles raus. 4, 3, 5. Jetzt hab ich Ult. Wollt ihr schon mal? Okay. Die Burst Drake. Komm rausholen? Rausholen? Das ist ein bisschen spät, oder nicht? Ich wollte die hier noch beide wischen. Einfach, damit ich das Ding runterbürste. Auf die Sim einfach. Ja, ich hab die Pflanze nicht mehr ausgelöst bekommen, sorry. Korki kein Flash. Sehr gut. Lami kann Exhaust. Ich komm von hinten. Oh mein Gott. Der hat mich gegelt, Horst. Wir verlieren gerade einen Inhib dafür. Ja. Lucian hat geheilt. Und geflasht. Nami, Lucian oder Nami? Lucian hat keinen Heal. Nee, Lucian hat geheilt. Oder ist es kein anderer? Ist sich am Heal. Die haben kein Heal. Ist irgendwas anderes? Vielleicht Leute, das ist ein Buch. Au, Mann! Ich glaube nicht, dass ihr den Cannon killen könnt. Hol ihn dir, wenn du kannst. Nein! Nein! Botland dürfen noch was. Ich dachte, wir gehen nur da. Ja. Ja. Aua, aua. Aua, aua. Ja. Ich hab 19 Sekunden erst und das sind also. Jetzt ein paar Gegner. Nami hat genauso viel Damage gemacht wie Lucian. Ja, das ist. Soll ich mich in Notfall süß halten? Gleich? Ich hab keine Ult, ich hab keinen Re-Evolve, ich hab keinen E-Evolve.
Das sollten wir schon die ganze Zeit. Das ist der Plan hinter dem Pick gewesen. Ich habe immer noch keine Ult. Wow. Jetzt habe ich meine E-Wolves, aber ihr seid halt alle tot jetzt. Ja, das ist glaube Game. Ihr hättet einfach kurz warten können, dann hätte ich alles gehabt. Pitti. 1-1 ist fein. Na, das erste Game war gut, aber das zweite Game. So wie dies, mir so, nicht dir so mäßig. Naja. Ja, passiert, mein Gott. 1-1 ist besser als 0-2. Stimmt. Ja, aber trotzdem. Ach, Mann, Mist. Jeder Win ist mehr als man erwartet hin. Mehr als. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist aber auch ziemlich böse. Das ist meine Ansicht, so die teile ich nicht. Musst du ja nicht teilen. Er teilt hier gar nichts. Ja, Mann. Wie gesagt, 1-1 ist immer noch besser als 0-2. Wir sind fein raus. Ja, das ist es. Das gehen wir absolut nicht schön. Ja, ist halt so, man kann nicht alles perfekt spielen. Muss man jetzt nicht traurig für sein, es ist schlecht gespielt. Wir haben nicht das gekriegt, was wir haben wollten. Ich ärgere mich jetzt. An unserer Win-Condition. Und die haben halt genau das bekommen, was die brauchten für ihre Win-Condition. No, das ist dann halt. No. Hätte ich jetzt nicht zwingend so gesagt. So, jetzt Leon. Egal. Ja, so, jetzt machen wir das mit Overdrive. Im